Nächste Rednerin ist Petra Steger von der Freiheitlichen Partei, die Europasprecherin. Frau Bundesministerin, Staatssekretärin, Hohes Haus. Ja, werte Kollegen von den NEOS, bei aller EU-Hörigkeit und auch Österreich-Vergessenheit der ÖVP, die ich oft genug kritisiere, muss ich fast sagen, Sie treiben das ja fast noch auf die Spitze. Also bei Ihren EU-Zukunftsvisionen fällt mir nur noch der Spruch des deutschen Altbundeskanzlers Helmut Schmidt ein, der gesagt hat, wer solche Visionen hat, sollte besser zum Arzt gehen. Aber ich muss mich ja heute ja schon fast, muss ich sagen, bei Ihnen bedanken. Bedanken für den Titel der heutigen aktuellen Europastunde. Danke, dass Sie es wirklich für jeden offensichtlich machen, was tatsächlich Ihr oberstes Ziel ist. Die Vereinigten Staaten von Europa. Am besten, Sie stellen sich noch ein paar Mal hier hin und sagen es möglichst laut und deutlich, sodass es auch wirklich jeder in Österreich mitbekommt, was für eine Österreich- und damit staatsfeindliche Partei Sie in Wirklichkeit sind. Denn die Vereinigten Staaten von Europa bedeuten in Wahrheit nichts anderes als ein Auflösen Österreichs als unabhängiger Nationalstaat. Sie wollen Österreich zu einem EU-Bundesland degradieren, mit kaum noch Mitsprache und Kompetenzen. Sie wollen das Parlament aushöhlen und Sie wollen den gemeinsamen Grundgedanken und die Grundbausteine unserer Verfassung aushöhlen. Ich finde es immer lustig, dass wir immer von Ihnen als Gefahr für die Verfassung bezeichnet werden und Sie wollen gleichzeitig Österreich als souveräner Staat abschaffen. Ja, wo ist eigentlich der Bundespräsident, wenn es tatsächlich um den Schutz unserer Verfassung geht? Kelsen würde sich bei solchen Forderungen im Grab umdrehen, sehr geehrte Damen und Herren. Aber eins muss ich Ihnen zugute schreiben. Sie sind zwar von Ihrer rosaroten EU-Liebesbrille vollkommen verblendet, aber zumindest sind Sie ehrlich. Das muss man Ihnen lassen, im Gegensatz zu allen anderen Parteien in diesem Haus. Denn die wollen in Wahrheit genau dasselbe. Nur geben Sie es nicht offen zu, weil Sie genau wissen, wie unbeliebt das bei den Wählern wäre, abgesehen vom Karas. Aber der ist mittlerweile eh schon so weit weg von der eigenen Bevölkerung, dass er nicht einmal mehr das mitbekommt. Sie alle arbeiten still und heimlich an diesem sukzessive Aushöhlen unserer Verfassung unter dem Titel natürlich der europäischen Integration und nicht zu vergessen der Alternativlosigkeit. Aber was ist auch anderes zu erwarten von Politikern, deren Politik in weiten Teilen dadurch definiert ist, dass sie EU-hörig ist von A bis Z. Aber ich habe es schon oft gesagt und ich sage es auch heute wieder, es ist für mich absolut unbegreiflich, wie sich Vertreter des Nationalrats und damit der Österreicherinnen und Österreicher dafür einsetzen können, dass Österreich immer weniger mitzusprechen hat. Das ist eine absolute Schande, sehr geehrte Damen und Herren. Doch genau das bedeutet es, wenn Sie von der handlungsfähigeren EU sprechen. Damit wollen Sie nichts anderes als die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips, des Vetorechts und damit des letzten Schutzankers Österreichs vor einem Drüberfahren Brüssels. Hallo, europäische Budget- und Steuerhoheit, denn das ist das Erste, was die Europäische Union einführen würde. Sie will ja nicht mehr abhängig sein von mühsamen Budgetverhandlungen mit den Mitgliedstaaten und sie will endlich direkt in die Taschen der EU-Bürger hineingreifen können. Und dann bezeichnen Sie weniger Mitspracherecht auch noch als demokratischer. Ich gratuliere zu diesen argumentativen Verrenkungsübungen. Die muss man auch einmal zustande bringen. Also, unsere Verfassung ist Ihnen egal, unsere Souveränität ist Ihnen egal, der österreichische Pass ist Ihnen sowieso egal, am liebsten wäre Ihnen schon jetzt ein europäischer Pass und unsere Neutralität ist Ihnen auch egal. Da sind Sie sich nur noch nicht ganz sicher, ob Sie lieber NATO-Mitgliedschaft haben wollen oder vielleicht doch eine EU-Armee. Hauptsache die Rüstungsindustrie weiter ankurbeln, noch mehr nach Waffen und Sanktionen schreien und Österreich immer tiefer in einen Krieg mit hineinziehen. Und da sind wir ja die Einzigen, die sagen, nein, das wollen wir nicht. Mit Sicherheit nicht. Nein, wir wollen keine EU-Armee und nein, wir wollen mit Sicherheit nicht, dass jemand in Brüssel in Zukunft entscheidet, wo österreichische Soldaten so in den Krieg einziehen müssen und zum Einsatz kommen. Ich sage, Österreich und unsere Neutralität gehören geschützt vor so einer Politik und vor solchen Zukunftsvisionen, wie die NEOS es haben. Aber abgesehen davon muss ich die angeblichen Wirtschaftsparteien ÖVP und NEOS auch fragen, ob sie das wirtschaftlich wirklich komplett durchgedacht haben. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was es für wirtschaftlich stärkere, für Nettozahler Staaten bedeuten würde, wenn es nur noch Mehrheitsentscheidungen gibt und die Mehrheit der Mitgliedstaaten jedoch Schuldenstaaten sind? Haben Sie darüber schon einmal nachgedacht? Ich kann nicht sagen, was rauskommen würde. Schulden, Schulden, noch mehr Schulden und weg von den Österreichern, umverteilen in irgendwelche Pleitestaaten. Das ist
die Politik, die Sie wollen. Offenbar reicht Ihnen der wirtschaftliche Abstieg der letzten Jahre noch nicht. Sie wollen noch mehr Steuergeld raus aus Österreich verteilen, volle Kraft hinaus, voraus Richtung Abgrund. Das ist Ihre Politik. Sehr geehrte Damen und Herren, die Redezeit ist leider schon aus. Eins will ich sagen, ja, ich gebe Ihnen recht, es ist Zeit, über die Zukunft der Europäischen Union zu diskutieren. Ja? Aber nicht in irgendwelchen EU-elitären Blasen. Schlusssatz bitte. Bevölkerung endlich zu fragen, in welche Richtung sich die Europäische Union entwickeln will. Aber das werden Sie wieder nicht wollen, weil Sie genau wissen, dass dann was anderes rauskommt.